Moin Moin, SSO hat gerade geupdatet und deswegen versuche ich nochmal die Quest mit der Frau Holzwurst zu öffnen. Und man sieht sie im Hintergrund schon in diesem Pulk von Pferden. Hier unten steht sie. Also sie ist jetzt da und ich schätze, ich kann jetzt ins Winterdorf starten. Aber vorher muss ich euch noch so eine liebe E-Mail oder Postnachricht zeigen. Ich habe nämlich gerade eben Post von der Leonie bekommen. Also eigentlich Caro. Und sie bedankt sich hier für den Adventskalender, den ich für euch jeden Tag mache. Und es tut wirklich gut, das zu hören, weil die Aufrufe auf meinem Adventskalender waren wirklich sehr gering oder sind immer weniger geworden. Und ich war schon sehr traurig, weil ich mir sehr viel Mühe gemacht habe und euch gefällt es anscheinend nicht so oder ihr seht zu viele SSO-Videos gerade aktuell, weil es viele Adventskalender gibt und viele YouTuber, die jeden Tag ein Video hochladen, kann ich alles nachvollziehen. Alles gut, aber wenn man dann so eine Nachricht bekommt, tut es einfach wahnsinnig gut. Vielen, vielen Dank, liebe Caro, für deine lieben Worte. Ich bin mega glücklich gerade darüber. So, aber wir wollten versuchen, ins Winterdorf zu kommen. Und ich habe hier den kleinen Juleborg. Den muss man als erstes anklicken. Und ja, du stupst mich sanft an. Das hatten wir alle schon. Wow, und ich habe die Frau Holzwurst jetzt hier und ich habe ein grünes Ausrufezeichen. Es ist so mega geil. Ach, ich freue mich. Also ich war mit der Essina natürlich im Winterdorf, aber mit der Leia ist es halt nochmal irgendwie was anderes. So, ja, dein kleiner Helferlein. Und jetzt kommt diese ganze Dingsi, dass du mir irgendwelche Sachen erzählst. Und das interessiert mich alles nicht, ehrlich gesagt. Nein, ich habe es ja schon einmal gelesen, deswegen mache ich das jetzt hier so ganz schnell. Jetzt geht es mit dem kleinen Juleborg zusammen. Kommst du mit? Vielleicht. Zum Schlitten. Die Schlitten sind ja überall in ganz Jorvik verteilt. In jeder größeren Ortschaft gibt es einen Schlitten. Also eigentlich bei jedem von den Ställen. Und genau, von jedem Ort könnt ihr ins Winterdorf gelangen. Dankeschön. So, jetzt sollte es eigentlich klappen, schätze ich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Yep, und los geht's. Ach, endlich. Also da war SSO wirklich fix. Da haben die sich echt jetzt auf den Hosenboden gesetzt, ne, um dieses Problem zu fixen. Die haben bestimmt Millionen von Nachrichten gekriegt von erbosten Spielern. So wie von mir, ja auch. Mega cool. Ich werde das Winterdorf jetzt einfach nochmal mit der Leia erkunden. Und genau, dann gibt es noch ganz viele weitere Videos bestimmt heute und in den nächsten Tagen. Auf meinem Kanal über das Winterupdate und alle möglichen Aktivitäten, die ich hier machen werde. Ja, falls ihr Lust habt, guckt doch in meinen Adventskalender rein. Ich habe wirklich besondere Videos mir ausgesucht dieses Jahr, die ich euch zeigen will. Ich habe auch am letzten Sonntag mich mal ganz persönlich gezeigt. Also genau, falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt doch da rein. Damit unterstützt ihr mich total und würdet mir eine Freude machen, dass ich sehe, dass die Arbeit auch irgendwie nicht umsonst war und auch gewürdigt wird, so ein bisschen. Und ja, seid auch gespannt auf die nächsten Adventskalender-Tage, weil ich habe extra einige Tage freigelassen, damit ich Pferdekäufe zum Beispiel machen kann hier im Winterdorf oder euch ein paar Winterdorf-Aktivitäten noch zeige. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Adventskalender klickt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, eure Leia.